lese, Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen bei Fußpilz. Und es geht um Medikamente und es werden Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Und der erste Wirkstoff ist Allylamine, in Klammern äußerlich. Zu dieser Wirkstoffgruppe gehören die Substanzen Natifin und Terbinafin, habe ich eben vorgelesen. Natifin und Terbinafin. Sie hemmen das Wachstum von Hefepilzen, andere Pilzarten werden abgetötet. Das heißt, wenn wachsen da harmlose Pilze. Ich dachte immer, Hefe sei Bakterien. Hefepilze. Wenn man Hefe zu lange im Kühlschrank lässt, kriegt die so einen weißen Pilzbelag wie bei Camembert. Das kann sein, dass das Hefepilze sind. Naja. Natifin, Terbinafin. Geeignet bei Pilzinfektionen der Haut wie Fußpilz. Und dann gibt es noch Terbinafin-Lösung zur Einmalanwendung. Die ist hellgrün, auch geeignet bei Pilzinfektionen der Haut wie Fußpilz. Die einmalige Anwendung ist noch wenig erprobt. Natifin und Terbinafin sind gut wirksam gegen Hautpilze. Lamisil Once ist ein Präparat, das bei Fußpilz nur einmal angewendet wird. Es fehlen noch Studien, die zeigen, dass die einmalige Anwendung ebenso wirksam ist wie eine mehrfach wiederholte. Wichtig zu wissen: Cremes oder Gele müssen Sie bei Fußpilz über eine Woche hinweg auftragen. Sind die Fußsohlen oder andere Hautbezirke betroffen, müssen Sie diese mindestens 2 Wochen lang behandeln. Setzen Sie die Behandlung unbedingt 1 bis 2 Wochen nach Abklingen aller Symptome fort, damit der Pilz nicht wiederkommt. Da Lamisil Once nur einmalig angewendet werden darf, wenden Sie sich an einen Arzt, falls der Fußpilz nach einer Woche fortbesteht. Bei 1 bis 10 von 1000 mit Terbifin behandelten rötet sich die Haut, juckt und brennt. Bei Natifin kann dies bei mehr als 1 von 100 der Fall sein. Sind die Hauterscheinungen einige Tage später nicht deutlich abgeklungen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Also, Terbinafin ist ein bisschen verträglicher als Natifin. So. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Mangels Erfahrung sollten Sie Cremes und Sprays mit Terbinafin nicht bei Kindern unter 5 Jahren anwenden. Das Präparat Lamisil Once nicht bei Jugendlichen unter 18 Jahren. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Während der Schwangerschaft und der Stillzeit sollten besser andere Pilzmittel, zum Beispiel mit dem Wirkstoff Clotrimazol, verwendet werden. So, es geht weiter mit Allylamin innerlich. Tschüss.